Okay, jetzt wird's schwieriger. Also, drei Dinge, die scheiße sind, wenn man krank ist. Erstens, man ist krank. Zweitens, man ist krank. Drittens, okay, Leute, ich glaube, ihr wisst den Punkt. Leute, ich habe mich heute mal hier in meine Sitzecke reingesetzt, weil ich heute krank bin. Juhu! Leute, gestern war keine gute Idee, dass ich wirklich. Also, ich habe, Leute, wenn ihr den Vlog von gestern gesehen habt, ich war da im Kino. Und es war, glaube ich, nicht so eine gute Idee, dass ich wirklich nur ausschließlich von 1,5 Liter Cola und Nachos ernährt habe. Ja, die hätte ich heute Morgen noch mehr essen können. Egal, Leute! Ich habe euch gefragt, worauf ihr Bock habt, was jetzt nicht so aufwendig ist, weil, Leute, ich habe echt kein. Ich habe heute echt. Will ich mich ausruhen, damit ich wenigstens morgen wieder in die Schule gehen kann, weil, Leute, ihr wisst ja, wie gerne ich in die Schule gehe, Leute. Leute, ich habe euch gefragt auf Instagram, ob ihr mir ein paar Bilder von euch senden könnt. Bild von euch und dann euer Alter dazu. Und dann muss ich euer Alter erraten. Da habe ich mega Bock mal drauf gehabt. Heute ist der perfekte Zeitpunkt. Bin da sehr, sehr schlecht drin. Also, Leute, wir machen das so wie in der Game Show, Leute. Ich logge das hier ein. So, hier seht ihr das jetzt gleich. Immer eingeloggt. Ein Freund hat mir jetzt ein paar Bilder rausgesucht und die gucken wir uns einfach mal an. Okay, Leute, wir haben hier ein Bild mit zwei jungen Mädchen. Also, wir machen jetzt einfach mal beide. Ich denke mal, die sind in einer Klasse. Ich würde sagen, die linke ist 11 und die rechte ist 12. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, die sind noch so 11, 12. Okay, richtig gewesen wäre 12, die vordere, 13, die hintere. Okay. Na gut, okay, also war jetzt ein Jahr verkackt. Naja, mal schauen. Wir gucken mal, ob ich auch mal was richtig schaffe. Okay, Leute, wir haben wieder ein Bild von einem Mädchen. Leute, wir haben wieder ein Bild von einem Mädchen. Und diesmal würde ich sagen, ich glaube, sie nutzt doch schon Make-up und Shit, aber man macht das ja schon bei irgendwie jetzt schon mit 10 oder 12. Ich will nicht wissen, wann meine Schwester damit anfängt. Ja, ich würde sagen, sie ist 13. Sie ist tatsächlich 11. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Na gut. Schminkt man sich mit 11 schon, Leute? Also, okay, es wird wahrscheinlich immer jünger. Keine Ahnung. Kann sein. Wir haben wieder ein Mädchen. Gut, ich kann es nicht genau erkennen. Ich glaube, sie steht da gerade auf einer Brücke. Whatever. Man sieht wenigstens den ganzen Körper. Ich würde auf 15 schätzen. Und es ist tatsächlich 14. Boah, Leute, ich bin immer ein Jahr habe ich immer verkackt. Okay, irgendwann muss ich doch mal schauen. Okay, Leute, das nächste Bild ist endlich ein Junge. Und zwar von einem Jungen, der in einem Anzug steht. Was die Leute natürlich schon ein bisschen älter macht. Oder findet ihr, Leute, macht einen Anzug euch älter? Denkt ihr, stimmt mal hier oben ab. Diesen Jungen würde ich auf 16 schätzen. Please! 14! 16 war echt zu alt. Kack. Ich bin so kack. Okay, Leute, auf dem nächsten Bild sieht man leider nur einen Filter. Deswegen kann ich es nicht so gut erkennen. Ich würde aber sagen, man kann es so durch diese Filter mal so schlecht checken. Vielleicht 13? Please, 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 please. Ja, Leute, das ist mal richtig. Cool, dann würde ich sagen, weiter geht's. Okay, Leute, das nächste Bild. Okay, jetzt wird's schwieriger. Also, boah, Digga, das ist so schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, boah, ich würde, glaube ich, sagen 5. Scheiße, Leute. Nee, ich würde sagen, sie ist 5, 16. Ah, ich bin so schlecht darin, Leute. Also, was würdet ihr abstimmen? Jetzt guckt man noch nicht auf die Lösung. Was würdet ihr abstimmen? Sie ist 12? Das ist fake, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist doch nicht 12. Die sieht gar nicht aus wie 12. Oder bin ich einfach nur dumm? Also fühle ich damit nicht beleidigt oder so, aber ich glaube nicht, dass du 12 bist, oder? Kranker Shit. Okay, Leute. Machen wir weiter. Also ich weiß nicht, ich glaube dir das natürlich einfach mal, aber okay. Okay. Okay, Leute, jetzt haben wir einen Jungen oder ein Mädchen. Kann man nicht so richtig erkennen. Das, Leute, keine Beleidigung, Leute. Ich wurde früher auch immer gefragt, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Also das war fucking nervig. Aber ich würde sagen, du siehst aus wie 11. Bitte fühl dich nicht beleidigt. Ich weiß es nicht. 14. Okay. Okay, tut mir leid. Sorry. Ich nehme alles zurück. Okay? Ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Okay, Leute. Damit würde ich aber das Video auch schon beenden, denn ich bin heute wirklich echt krank. Hoffentlich hat euch das Video trotzdem ein wenig unterhalten. Wie würdet ihr mich einschätzen? Stimmt es mal oben rechts ab? 11, 12 oder 0, Leute? Schon so 0. Lasst ein Abo da, Leute. Tut mir leid, dass ich heute nicht so voller Energie-Power sein kann. Ich war, wie gesagt, heute krank. Morgen geht's aber wahrscheinlich wieder so ein bisschen langsam wieder los, Leute. Vielleicht werfen wir morgen eine Trampoline und what the fuck. Das war gepiept. Haut rein, Leute. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, um nächstes Mal bei solchen geilen Sachen dabei zu sein. @dasheymoritz heiße ich da. Haut rein, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis morgen und tschüss!